So, hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Mad News. Wir haben in der letzten Folge die Druckauflage erhöht und jetzt bin ich mal gespannt, wie viel wir am nächsten Tag verkaufen. Tag 20, Leute, eine schöne Zahl und gucken wir doch mal hier. Ich bin sehr gespannt. 1,5 Millionen, Leute. Und Geld haben wir auch wieder ordentlich am Start. Das heißt, wir können heute in der heutigen Folge die unsere Flughafenlinie, die erste, schon mal holen. Und das werde ich in diese Folge reinpacken. Ich werde die Zeitung dann ohne euch zusammen basteln. Und genau, ich hole euch dazu, wenn die Zeitung fertig gebastelt ist für den heutigen Tag. Bleibt einfach dran. So ihr Lieben, weiter geht's. Ich habe die Titelseite tatsächlich fertig gemacht und wir haben jetzt noch 1 Million übrig. Ich habe ein paar coole News gefunden, die wirklich jetzt schon reinklatschen und zwar auf der Titelseite gehören. Eine Mega-News, das werde ich euch gleich noch zeigen. Wir gehen erstmal hier bei Wetter rein und ich mache direkt mal eine Verbesserung für den morgigen Tag. Denn wir haben jetzt genug Geld, um endlich mal einen Satelliten anzuschaffen. 100.000 wird es uns kosten. Und wir haben einen Satelliten stationiert. So. Und wir haben 2 Wetterstationen und wir holen uns die Satellitenkarte ab morgen. 10.000 kostet es in Anschaffung, 6.000 täglich. So, jetzt haben wir wieder Geld ausgegeben. Ich habe auch schon in der Newszentrale, wie gesagt, reingeschaut und schon mal 4 News herausgepickt. An dem heutigen Tag gibt es wahrscheinlich fantastische News. Werden wir uns gleich mal anschauen. Wir gehen jetzt erstmal noch kurz zum Japaner und dann in die Newszentrale nochmal, um zu schauen, ob da was Neues, Cooles gibt. Eine News brauchen wir noch für den heutigen Tag. Und genau, dann schauen wir mal, ob wir eventuell den jetzt schon holen können. Ansonsten holen wir den erst kurz vor 12 oder kurz vor 1 oder so. Mal schauen. Was haben wir denn hier? Morgen ist der Druck dran. Ja, gut, dass ich das dann heute gemacht, gestern schon gemacht habe. Fotos waren heute dran. Scheinbar hat der Kollege von ZNews kein Geld mehr. Oder ich hoffe es jedenfalls. Wir können jetzt aber tatsächlich, wir haben jetzt genug Geld übrig. Mal reinschauen und unsere, achso, die News wollte ich nochmal anschauen, genau. Bevor ich es vergesse, machen wir das als erstes nochmal kurz hier einen Blick reinwerfen, ob alles cool ist. Wie gesagt, ein paar News habe ich schon geholt. Hier sind 2000er, 4000er, 4000, 3000er, 3000er, 8000er, wow. Okay, dann holen wir den auch nochmal. Dann können wir die Zeitung nämlich direkt fertig machen. So, 8000er. Ich habe ja bereits einen 8000er und 11000er, Leute, auf dem Titelblatt. Das heißt, morgen sollte sich die Zeitung ordentlich verkaufen. Was hat denn der Kollege hier eigentlich? Versiegt Venedig auf dem Titelblatt. Okay, okay, was hat denn der da für ein Foto da oben rechts? Ach, davon von Venedig scheinbar. Okay. Bei uns thront die Bea natürlich noch auf dem Titelbild. Oh, ich habe jetzt vergessen, die Recherche noch dazu geben, weil da könnte dann vielleicht auch noch eine News dabei rausspringen. Ich gucke jetzt aber erstmal hier rein mit euch und wir holen uns jetzt unsere erste Flughafenlinie. Und zwar von hier, von Detroit nach Las Vegas. Bam! 1,8 Millionen mehr Leser, Leute. Und das sollte uns auf jeden Fall sehr helfen. So, wir gucken noch mal ganz kurz in die Statistiken rein, wenn wir schon da hier unterwegs sind. Wir mal gucken, wie viel Prozent wir haben. Wir haben 74%, ZNews 26, der ist auf dem absteigenden Ast. Wir holen immer mehr ein. Wie viele Zahlen haben wir denn hier? Haben wir immer Rekord. Ja, wobei, da ist sogar leicht gesunken, aber dann sind wir wieder gestiegen. BadNews ist ja schon länger weg jetzt hier. Und der ZNews, der hat immerhin auch 690.000 Mal gehabt, aber jetzt verkauft er weniger. Dafür wir umso mehr wahrscheinlich haben wir im Marktteile abgerungen in den Gebieten, wo wir beide unterwegs sind. Ne? Okay, wartet mal ganz kurz. Ich wollte gar nicht rausgehen. Eigentlich wollte ich die Zeitung noch fertigstellen. Das können wir nochmal zusammen schnell machen. Also auf der ersten Seite: Honeckers Stasi-Akte wurde gefunden, Leute. Erich Honeckers Stasi-Akte wurde gefunden und Paris in Panik. Dann haben wir auf der Seite 2, Rudy the Red wird seziert, die Zündschnur von Dynamit Dingo, die erste Folge. Hannelore Kohl, Kohlkopf im Himbeergelee, so rum, Himbeergalere wollte ich schon sagen, Himbeergelee. Und Jane von einem Viertel geriebener Apfel. Hannelore Kohl macht irgendwas immer mit Kohlkopf oder irgendwas mit Kohl auf jeden Fall, wie passend. So, die Seite 3 ist unspannend, die Seite 4, Genie im Wald und Naomi in Satan.
gucken wir mal die Naomi dann an, ob da mal ein neues Bild ist. Na, die Naomi ist auch wieder so eine Drahtbusige, das ist ja langweilig. Schade, ich habe gehofft, dass da mal was Cooles kommt oder was Neues. Die Mai macht das Geilste über die Geister. Wann werden die Menschen vernünftig? Gut, dann lesen wir mal die erste Story hier durch. Was ist denn das hier? Ein Bild von... Achso, das ist über Paris. Da sind irgendwelche Terroristen oder sowas. Nee, das wollte ich nicht durchlesen. Wollte eigentlich hier reingehen und hier mit euch die andere Story durchlesen. Das war von Eric Honecker. Was steht denn da? Eric Honecker war früher der... Präsident der DDR, ne? Er, Berlin, einen sensationellen Fund macht Mitarbeiter der Gauk-Behörde in einem erst vor kurzem entdeckten Lager voll mit Stasi-Akten. Dort lagerte die Akte über den ehemaligen Staatsführer der DDR, Erich Honecker. Es hat sich das bestätigt, was wir schon immer geahnt hatten. Auch die Führungskräfte der ehemaligen DDR haben sich gegenseitig bespitzeln lassen. So ein Sprecher der Gauk-Behörde. Nach der gefundenen Akte arbeitete Honecker für die Stasi von 52 bis kurz vor der Maueröffnung 89. Sein Deckname war Holger. Zum Dudler. Und ausgerechnet, er sollte Informationen über seinen alten Parteifreund Erich Mielke sammeln. Wie oft er sich wohl mit wem traf, was anhatte, welche Ticks und Eigenheiten... Ticks schreibt man mit CK oder nicht? Eigenheiten er hatte und vieles mehr. Nun sind wir gespannt. Bis jetzt haben wir nur... etwa ein Fünftel der Akten, was, bleib mal stehen, gesichtet. Wir wären jetzt nicht mehr überrascht, eine Stasi-Akte Erich Mielkes zu finden, der vielleicht sogar Erich Honecker bespitzeln sollte, wer weiß, oder Sprecher. Und die Moral von der Geschichte? Nun, anscheinend haben sich selbst die Oberhäupter der DDR nicht über den Weg getraut, oder sind Honecker, Mielke und Co. etwa von der Stasi über das Ohr gehauen worden? Mehr werden uns nur weitere Funde dieser Art sagen können. Ich vermute mal, dass das wahrscheinlich weitergeht. Und übrigens, der BMW macht nicht 2,1 Liter, sondern 21 Liter. Falls ihr das sehen wollt, der BMW. Das war eine Falschmeldung scheinbar. Mit den 2,1 Liter. Naja gut, Notre Dame haben wir schon reingetan. BMW und der Major. Der Major lebt in psychiatrischer Anstalt versteckt. Der Major ist nicht tot. Genauso wenig wie der Elvis. Alles klar. So, können wir das ein bisschen kleiner machen, eventuell, dass wir die komplette News unterkriegen. Ich glaube, das kriegen wir so oder so unter, oder? Ja, das ist zwar ganz relativ groß, die News, aber das passt schon. Wir haben hier 3, 6 Blöcke haben wir nur noch übrig, also können wir da nichts mehr unterkriegen. Die Geister wurden vertrieben von der Kirche übrigens. Und wir haben heute gar keine Recherche gekriegt. Also wir haben jetzt keine Recherchennachrichten, ne? Da haben wir wirklich sehr starke Titelbild oder Titelblatt für morgen. Aber nur noch 172.000 Geld. Ich hoffe, dass der Japaner uns jetzt nicht besucht morgen. Wir wollten noch die letzte Meldung noch mal reinbringen. Falls der Japaner uns besucht, muss ich tatsächlich bei unserem Chef um Geld bitten, weil sonst reicht das hier von der Kohle her nicht. Wahrscheinlich. Je nachdem, wie oft dieser Sad News das benutzt hat. So, okay, also wir hauen das hier auch nochmal ran für 25.000. Sehr schön. Beim Fotografen gehen wir auch noch rein. Na? Danke. Und dann gucken wir mal im Japaner rein. Unserem japanischen Kollegen. Vielleicht sollte ich die News von dem heutigen Tag alle mal loswerden. Für den morgigen Tag schon mal mit Geld Zeit sparen. Wir haben ja jetzt alles untergebracht, was wir wollten. Wir haben, glaube ich, alles gemacht. Hier ist noch ein 4000er. Dann haben wir hier noch ein 6000er. 4000er. 10000er sogar. Neuer Komet auf Kollisionskurs mit der Erde. Wow, 9 Blöcke. Das wäre natürlich mega, das unterzubringen. Ne? Ich überlege es mir noch. Ach, ich lasse es. Ich meine, das ist natürlich schon geil, ne? Aber jetzt das alles umzuschmeißen da in der Zeitung wäre jetzt ein bisschen doof. Ich lasse das mal. Das wäre natürlich was für die Titelseite gewesen, ne? Neben Erich Honecker wäre das die zweitwichtigste News gewesen. Also, dass ein Satellit auf die Erde zurast, ist weniger wichtig, dass Erich Honecker in der Stasi-Akten vermerkt ist. Okay. Hätte ich ja wohl wichtiger erachtet, wenn ein Komet auf uns zurast, oder? Ja gut, je nachdem wie groß der Komet ist, aber ihr wisst, was ich meine. So. Okay, der hat es tatsächlich sogar versucht, der Honk. Heute ist nämlich Foto dran und morgen ist der Händler dran. Er hat sogar tatsächlich versucht, der Sad News-Kollege hier. So, gehen wir mal raus. Beschleunigen die Zeit. Ich speichere mal ab, sicherheitshalber, Leute.
Ich hole euch gleich dazu, wenn es hier weitergeht. Ich speichere das mal auf die 5. Bleibt einfach dran. So, hallo ihr Lieben, es geht wieder weiter. Und zwar gehen wir den nächsten Tag, ich muss mal Speed auf 1 wieder stellen und schauen wir mal, wie viele Zeitungen wir verkaufen. Am nächsten Tag immerhin haben wir Wetter ein bisschen verbessert. Und wir hatten 1,5 Millionen am letzten Tag und jetzt haben wir 1,48 Millionen. Wir haben über 1 Million Kohle wieder. Wunderbar. Wieso geht er eigentlich nicht zum Chef und ich muss zum Chef gehen immer? Naja, gut. Ich mache jetzt die Zeitung wieder fertig, Leute. Und hole euch gleich dazu, wenn wir den Tag beenden. Oder ich zeige euch nochmal die Zeitung von dem heutigen Tag, was wir so hingekriegt haben. Bleibt einfach dran. Es geht direkt weiter. So, es geht wieder weiter und jetzt haben wir schon mal die ersten Seiten gefüllt und wir haben beim Japaner noch mal reingeschaut. Morgen wäre die Bea dran. Ach, warte jetzt mal, bevor ich da reingehe, wollte ich direkt mal die nächste Flughafenverbindung holen oder mal schauen, ob wir irgendwo anders uns ausbreiten können, weil wir haben ja jetzt hier eine Flughafenlinie erstellt hier in der Gegend und wir können ja mal hier gucken. Hier würde 150.000 Einwohner wären hier. 290.000, 140.000, 390.000, 420.000. Also es lohnt sich vielleicht, bevor ich die nächste Flughafenlinie hole, erstmal von Las Vegas aus mich auszubreiten. Und zwar hier erstmal hier, das kostet 60.000, ist ja nichts. Ja, das kostet eigentlich 390.000 nach LE. Na, so, ich muss das erstmal auswählen, genau. Ja, das ist gar nicht LE hier, was ist denn das hier? Las Vegas war das genau. Was ist hier? 380.000. Holen wir uns auch, haben wir noch genug Geld und dann gucken wir mal hier hin. Das ist eine Flughafenverbindung. Bis hierhin würde 260.000 kosten, 150.000. Was haben wir hier? Phoenix 140 und ach, okay, das können wir auch noch holen. Das ist nicht teuer. Dann haben wir übermorgen schon wieder weitere Verbindungen. Also, wir breiten uns jetzt immer weiter aus. Wir werden hier noch die nächsten Flughafenlinien auch noch holen, damit wir in der Gegend auch ausbreiten. Das werde ich in den nächsten Tagen so immer weiter ausbauen, dass wir jeden Tag immer noch mehr verkaufen können. Wir haben jetzt noch 705.700 Geld und wir haben jetzt schon ein paar News geholt, eventuell für die Titelseite. Und zwar eine ganz gute hier, ein 8.000er. Ne, wir haben sogar 9.000er. Terroristen in Paris stellen Forderungen. Ach, das würde sogar hinpassen. Okay. Dann machen wir es doch mal so. Und dann gucken wir mal rein hier. Okay, die erste News haben wir da untergebracht. Das ist also die Recherche. Leider hatten wir nur eine einzige Recherche tatsächlich. Obwohl ich denn gehofft habe, dass beim Eric Honecker da was rauskommt. Aber es gibt immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Und die lutherische Kirche trennt sich von evangelischer. Okay, dann mal schauen wir mal, ob wir das noch kleiner hinkriegen eventuell. Je mehr Platz wir sparen, desto mehr Platz haben wir für die News. Okay, es geht nur scheinbar so in Zweier-Konstellation. Na, dann machen wir das doch eben. Kirche spaltet sich mal wieder. So, okay. Und die Terroristen in Paris haben wir schon reingebracht. Und die von der Titelseite aus. Das heißt, wir haben hier drei News. Gucken wir nochmal, ob wir irgendwas anderes kriegen. Ansonsten, wie viel, wartet mal, wie viel Uhr haben wir denn? 21 Uhr. Wir haben noch Zeit genug. Dann können wir vielleicht doch nochmal die Zeitung anschauen von heute. Notre-Dame-Drama und Notre-Dame-Terroristen sind, belegen die Spitzensachen. Hier gibt es mein bester Wecker von Döner mit Dingo und Sonderman ist komisch. Dann gibt es China-Kohl, den Sauerrahm von der Hannelore-Kohl und eine halbe Banane mit Wasser von der Jane Fonda. Seite 3 ist nichts Besonderes. Seite 4, Genie im Wald. Genie ist fertig. Und Naomi in Japan. Das würde ich gerne sehen, aber da sieht man ja leider nichts Gescheites. Hier gibt es auch nicht. Wir können ja hier mal das Bild anschauen. Das ist ja die Hauptseite Notre Dame, die Recherche.
Eine sensationelle Enthüllung machte einer der von den Terroristen aus der Pariser Kathedrale vertriebenen Priester gegenüber Matthews-Reportern. Ich glaube, ich kenne diese sogenannten Terroristen, meinte Vater Serge Martin, 52. Sie waren zwar vermummt, aber als sie in den Kathedrale eindrangen und uns kurzzeitig gefangen nahmen, aber diese Stimmen kamen mir doch sehr bekannt vor. Die Jungs kenne ich, glaube ich, schon seit ein paar Jahren. Sie treiben sich immer hier in der Gegend herum. Ich denke, sie sind alle arbeitslos und wissen nicht, was sie anfangen sollen. Auf keinen Fall traue ich ihnen aber einen solchen terroristischen Akt zu. Martin benannte die Terroristen als Yves, Sach und Simon. Wenn ich mir ganz sicher wäre, würde ich die Polizei gleich von meinem Verdacht benachrichtigt haben. Ja, wieso meldete sie ihn aber der Zeitung? Naja, teilte uns Vater Martin weiterhin mit. So aber erfahren nun die Leser von Mad News als erste von der Neuigkeit. Ja, so schaut's aus. Ne? Statt die Polizei anzurufen, meldet man sich natürlich bei den Mad News. Ganz normal. So, hier gibt's ein Foto von irgendwas. Entschuldigung. Von was ist das hier? Ach, wieder von der Notre Dame. Genau, da geht ja die Geschichte weiter. Und Überschrift, was? Überschrift ist zu lang, stand da irgendwo gerade eben. Hä? Verstehe ich jetzt gar nicht, aber das passt schon. Sollte ja passen, wir haben ja das Titelblatt ja schon fertig gemacht. Stand irgendwie eine komische Meldung da gerade. Überschrift ist zu lang. So, wir machen jetzt als erstes, verbessern wir noch unser Wettersatelliten, weil der Opa hat schon wieder gemeckert, dass das nicht genau ist. Ich würde mal sagen, wir holen uns da nochmal zwei Wettersatelliten. Kostet uns 200.000. Aber das lohnt sich dann schon, weil ne, die Leserzahlen gehen ja rauf, unsere Leserzahlen gehen ja generell immer weiter rauf. Und wenn wir noch eine bessere Zeitung machen, dann lohnt sich das, die Satellitenkarte verbessern, und zwar mit einem weiteren Satelliten und nochmal einen zweiten. So, jetzt haben wir drei Satelliten stationiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon reicht. Vielleicht brauchen wir da noch ein paar, aber auf jeden Fall ist das schon mal besser. Ihr könnt die Zeit nochmal nutzen, kurz bei den Rezepten reinzuschauen, ob es da irgendwelche gute gibt, und vielleicht bei den Comics und so weiter auch. Nö. Hier, Klaus Kinkel, mein Lieblingsrezept. Okay, also hat sich schon mal gelohnt, hier reinzuschauen. Die Hannelore Kohl haben wir schon zum dritten Mal. Na gut, wir haben dreimal Hannelore Kohl. Scheinbar ist die sehr fleißig, die Dame. So, Kommentare haben wir schon geschaut. Foto, Comics können wir erstmal schauen und dann die Fotos vielleicht noch. Dann sind wir vorgesorgt für die nächsten Tage. Geld genug haben wir jetzt, Gott sei Dank. Ich hoffe, dass der Kollege nicht den Japaner wieder bestochen hat, aber wird wahrscheinlich so sein, weil irgendwie scheint er doch wieder Geld zu haben. Danger Man gibt's wieder. Nee, wir haben ja Gott sei Dank vier Stück. Hier, Super Duper, Upper Hyper, was auch immer, Bibi. Okay, das möchte ich eigentlich gar nicht mehr bringen, aber es ist halt eben so. Fünf Folgen von Danger Man nehmen wir auch nochmal mit. Ein bisschen Platz in unserem Koffer haben wir auch. Wenn ich da schon reinschaue, dann sollten wir auch gleich was mitnehmen. Allerdings möchte ich halt tatsächlich die teuersten immer bringen. Aber gut, für den Notfall haben wir halt eben diese etwas günstigeren, falls mal die Comiczentrale mal renoviert werden sollte oder sowas. So, und bei den Damen gibt es scheinbar nichts Neues, ne? Die Ursel wieder. Scharfe Miezen auf heißen Öfen. Nehmen wir die mal mit. Okay, dann haben wir da auch vier Stück. Das heißt, wir haben vorgesorgt für die nächsten Tage und jetzt holen wir uns nochmal mindestens zwei News, weil wir haben Platz genug in der Zeitung. Das können wir auf die letzte Seite unterbringen. Wir haben sogar 22 Uhr, das heißt, wenn noch irgendwas, eine krassere News kommt, dann können wir das auf die Titelseite statt dem zweiten Notre Dame Geschichte machen. Mal schauen. So, gucken wir mal, was gibt es hier Neues? Jede Menge News. Was gibt es hier? 5000er, 2000, 7000er. Katastrophe, neue Pyramide und so weiter. Oh, 11000, der Komet kommt. Ja, dann machen wir doch den Kometen. Und hier haben wir auch noch einen teuren. Okay. Die Recherchen mache ich nachher. Ich mache erstmal das Titelblatt schnell fertig. Denn wir haben jetzt richtig krasse News. Und hoffe, dass wir den Kometen da ordentlich unterkriegen. Das wäre super. Also da ist Notre Dame, unsere Recherche ist zwar auch wichtig, aber dass da ein Komet auf die Erde zurast, ist heute tatsächlich wichtiger. Wir hatten ja hier Honeckers Stasi-Akte, ja, gestern war scheinbar gar nicht so erfolgreich das Ganze, wie ich mir das gedacht habe. Wo ist denn das 11.000er hier? So, ne, 10.000 war das, ne? Genau, 10.000. Wie groß ist denn das? Okay. Und so wäre das ganz groß. Können wir das irgendwie unterteilen? So einen halben, das können wir nicht machen. Mist, okay, dann muss ich den groß nehmen. Dann muss ich das Notre Dame tatsächlich kleiner machen hier.
Oder erstmal rausklatschen. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, das passt schon. Okay, Panik! Das muss man auch einmal durchlesen, Leute. Sorry, aber das ist halt wirklich eine mega News, ne? So, wo war denn? Das war hier Terroristen. Achso, ne, Moment. Ich hab's hier, die Recherche vom Reporter, genau, das war das. Können wir das irgendwie kleiner machen und irgendwie auch. Ja, das ist nicht perfekt, aber es ist besser als nichts. Ja, leider geht das nicht anders, okay. Na gut, dann, oder geht das hier so mit so einem Dreierblock? Ja, das schaut schon besser aus, immerhin. Ah ne, das ist zu groß dann. Ich bin der Honk of the Donk. Dann machen wir doch einen Vierer. Achso, dann passt das ja doch perfekt hin. Okay, dann ist es in Ordnung. Hopp, hau mal rein, das Ding, jetzt. Notre Dame Drama, alles klar. Dann muss man den Kometen auch gleich mal noch durchlesen, weil das ist natürlich auch schon wichtig. Also für mich jetzt jedenfalls. Möchte schon wissen, was da so abgeht. Erstmal muss man die News unterbringen. Der Komet kommt. Uiuiui, Leute. Der Komet. Also wir haben hier das auf die erste Seite untergebracht. Dann lesen wir mal hier nachher durch. Warte jetzt mal, das sind 11 Stück. Dann machen wir das hier direkt auf der rechten Seite. Genau. Und was haben wir noch hier? Die Katastrophe der Pyramide und bla bla bla. Das ist irgendwas, hoffentlich was Kleines. Jawohl, immerhin. Ein Zweier, das kriegen wir schon unter. So, bitteschön. Fall der Könige und so weiter und so fort. Jetzt wird es aber knapp hier mit dem Platz. Wir müssen noch irgendwo, glaube ich, diese Kirchengeschichte oder so unterbringen. Nee, das Notre Dame, genau, weil das habe ich ja vom Titelblatt weggenommen. Das heißt, wir müssen hier ein kleines hinkriegen. So, und vielleicht so. Das geht leider nicht kleiner. Gut, dann kommt das eben hier hin. Und ich glaube, wir kriegen die News nicht fertig unter, oder? Ah ne, die News ist ja schon untergebracht. Okay, da bin ich etwas beruhigt. Und wir hätten sogar noch irgendeine andere News, aber das hier Bundesamt und so weiter. Das lassen wir jetzt mal. Lesen wir erstmal die Geschichte mit den Kometen durch, weil das hört sich spannend an. Heute haben wir mal eine Doppelfolge, also zwei Tage in einem. Na, und jetzt bin ich mal gespannt auf den Kometen. Die Weltbevölkerung ist in Panik. Der Komet DHX1138, ein Hinweis übrigens auf den Film von George Lucas, sein erster Film, wird die Erde in ungefähr 48 Stunden treffen und damit nach Auskunft von Experten jegliches uns bekanntes Leben auf der Erde auslöschen. Ein letzter Versuch, den Kometen von seiner schicksalhaften Bahn abzulenken, misslang, als amerikanische und russische Atomraketen allesamt wegen technischer Mängel entweder nicht einmal gestartet werden konnten oder aber ihr Ziel bei Weitem verfehlten. Nun hilft bloß noch der Glaube an Gott, meinte der Papst bei seiner letzten öffentlichen Ansprachen. Bei einer seiner letzten öffentlichen Ansprachen wahrscheinlich, bevor er sich mit dem Bischöfen des Peterdoms in den Vatikan eigenen atombombensicheren Bunker zurückzog. Millionen von Gläubigen aus aller Welt haben inzwischen die jahrhundertealten Glaubensbarrieren überwunden, indem sie gemeinsam für eine wunderbare Rettung der Erde beteten. Einen ungeheuren Zulauf von Gläubigen erlebte auch die religiöse Splittergruppe Verdammnis, Armageddon, Tod und Zerstörung. VATZ. Batz. Deren Führer Jean-Claude Van Damnes den Kometen als Geschoss Satans bezeichnet hatte. Van Damnes in einer seiner populären Predigten. Es ist eine Kugel aus dem Revolverlauf der Bestie und sie trägt den Namen der Erde auf ihrem Mantel. Bereuet, bereuet! Kurz darauf wurde der Prophet von einem Attentäter erschossen. Dazu gab ich bereue, dass ich das nicht schon viel früher gemacht habe. In allen großen Städten kam es zu Plünderungen und Gewalttaten, deren Ausmaße ein Wirtschaftsexperte folgendermaßen beschrieb. Selbst wenn uns der Komet überhaupt nicht treffen würde, hätten wir trotzdem eine Art kleinen Weltuntergang erlebt. Ja, wunderbar. Gut, den kleinen Weltuntergang haben wir auch mit Corona so ein bisschen erlebt, ne, Leute? lustige Story. So, jetzt gehen wir nochmal schnell die Sachen in Recherche, die wir noch neu geholt haben. Unter anderem den Kometen, vielleicht können wir ja herausfinden, was der Komet so für Charakteristika aufweist, was der für Eigenschaften hat, ob der nett ist, ob der die Welt erobern will oder ob der von Aliens geschickt worden ist, whatever. Bin mal gespannt. So, klasse, jede Menge Rätsel drin. Jawohl, ja. Danke, die dickliche Dame ist auf jeden Fall happy mit den Rätseln, die freut sich und ich freue mich natürlich auch, dass du unser Blatt magst, ne? Und schön kaufen, schön weiter kaufen. So.
Das ist gut. 25.000er, der Sheriff 35.000er, 30.000er sogar. Also, wir hätten News sogar noch besser machen können, weil ich hatte, glaube ich, 9.000er News auch noch, aber da war die Zeit einfach zu knapp. Wir haben auch schon bereits 11:30. Und nochmal ein paar Fotos recherchieren. Danke, 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 danke. Jetzt haben wir noch 252.700 Geld. So, und ich kann euch jetzt schon mal sagen, den Plan für die nächsten Tage, Leute. Wir schauen noch mal kurz beim Japaner rein. Ich werde jetzt noch versuchen, die Wetterstation noch ein bisschen höher zu kriegen, wenn der OP nicht happy ist. Werde mich mit den Fluglinien ein bisschen ausbreiten noch. Und was ich tatsächlich noch machen werde, natürlich, davon könnt ihr ausgehen, ich werde anfangen mit der Bea, sie langsam ein bisschen zu Pisa kennen. Da hole ich euch auf jeden Fall dazu, wenn das losgeht. Morgen ist die Bea dran, apropos, ne? Genau, unsere Frau Bea, die wollen wir nämlich langsam auch loswerden. Aber das kann man tatsächlich erst durchkriegen, wenn unser letzter Konkurrent verschwunden ist. Und das sollte nicht mehr zu lange dauern, weil ich glaube, unsere Auflage ist einfach viel höher. Zum Thema Schwierigkeitsgrad des Spiels. Ja, man kann das Spiel auch auf Schwierigkeitsgrad, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen. Da dauert es nur ein bisschen länger, bis die Konkurrenten weg sind. Und manchmal ist es da ein bisschen spannender. Ich habe jetzt aber das Spiel schon lange, lange nicht mehr gespielt und deswegen habe ich gedacht, ich mache das mal auf Schwierigkeitsgrad easy, damit ich euch hier auch im Let's Play ohne Stress und ohne irgendwas so begleiten kann und euch das Spiel so zeigen kann, so ganz in Ruhe. Falls ihr wünscht, dass ich das mal auf einem härteren Schwierigkeitsgrad spiele, dann gebt mir Bescheid. Dann kann ich euch ja vielleicht so 5, 4, 5 Folgen, 6 Folgen vielleicht das gerne mal zeigen. So, wir haben den Tag auch schon erreicht und ich speichere mal ab. Und wir schauen noch gemeinsam zum Schluss hier auf die Verkäufe vom nächsten Tag. Und dann werde ich euch in der nächsten Folge begrüßen, wenn wir anfangen, die Bea zu Pisa kennen. 22, Leute. So, wie schaut es denn aus? Wie viele Verkäufe haben wir denn? Spannung steigt. Drückt mir die Daumen, müsste eigentlich die Flughafenlinie jetzt aktiviert sein, die erste. Und morgen am nächsten Tag kommen sogar noch ein paar kleinere Ortschaften dazu, also kleinere, ja. Ja, 1,6 Millionen haben wir knapp, also Rekord immerhin, 1,3 Millionen Geld, das heißt, es läuft ordentlich. Der Panik, der Komet kommt. Okay, also danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Ciao.